Hallo, da bist du ja wieder. Freut mich. Bislang hatte ich kaum Gelegenheit, mich mit Humo zu unterhalten. Meine Heimat liegt von der Außenwelt abgeschlossen. Gäste kann man an einer Hand abzählen. Deswegen zog es mich in die Großstadt und dieser Traum wurde mir erfüllt. Doch läuft nicht alles so, wie ich gehofft hatte. Nun, ganz so einfach hatte ich es mir auch nicht vorgestellt, aber... Du bist doch total naiv. Klar, dass am Anfang was schief geht. Ich glaube, wir hatten davor auch immer recht freundlich geantwortet. Ne? Wir bleiben freundlich auf jeden Fall. Nur das Wenigste läuft wohl so wie geplant. Deswegen müssen wir uns alle durchs Leben kämpfen. Auch ich will kämpfen, um mein Ziel zu erreichen. Aha. Was denn für ein Ziel? Willst du etwa Pokémon-Meister werden? Falsches Spiel. Entschuldigung. Stellt sie sich fett im Weg und dann geht sie doch weg. Mhm. Was hast du Schönes für uns? Hast du überhaupt was für uns? Ein paar Zauber, die ganz schön teuer werden so langsam. Habe ich was zum Verkaufen vielleicht? Oh, ein bisschen was. Nichts von Wert. Außer das Wo haben wir Froschfett her? Wo haben wir denn das Froschfett her? Alter! So. Jetzt aber. Hey. War am Südtor der Telepostein oder war der am Westtor? Nee, ich glaube am Süd, ne? Bin ich gut. So, teleportieren. Westwüste. Ostwüste. So. Huch, Hallöchen. Scheint sich vor irgendetwas zu ängstigen. Wusste gar nicht, dass hier überhaupt ein Cockatrice steht. Sträfling. Ah ja. Ja, wohnt tief in den Tunnel, bla bla bla. Das haben wir bestimmt schon mal gelesen. Aber ich brauche ja von... Irgendwoher einen Schlüssel. Aus dem Innern dringt ein leidvolles Stöhnen hervor. Arie und Nasie. Was sind das denn für Namen? Alles nur Siedler. Geh mal nochmal dahinter. Vielleicht nützt es ja was. Vielleicht steht da ja auf magische Weise jemand, der mir einen Schlüssel gibt. Sonst habe ich echt keinen Plan, wie ich an den Schlüssel rankommen sollte. Tschüssi. Ekelhaften Mimics hier. Ich mag euch nicht. Geht weg. So. Da wären wir. Achso, da fehlt wahrscheinlich nur. Hier drüben steht ja so eine Säule, die fehlt da wahrscheinlich nur. Und hier? Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen, wird der Barheim-Schlüssel benötigt. Wo kriege ich den her, Mann?
Und irgendwas konnte ich doch auch noch wegen dieser ächzenden Stimme in dem Zelt machen, oder nicht? Also in dem Haus, nicht Zelt. Gibt's doch nicht. Ich glaube, von da bekam ich dann im Endeffekt auch den Schlüssel. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, von dem Typen, der da drin liegt, von El Typo in El Hauso, kriege ich dann den Schlüssel. Au. Hast du davon? Und ich habe echt keinen Schimmer, wie ich dem helfen kann jetzt gerade. Ich meine, ich habe ja auch nicht wirklich was im Inventar, oder? Denn dann müsste ich es ja hier drunter haben. Das Blatt einer Pflanze, die in der Osmonebene wächst, es wird als fiebersenkendes Kraut eingesetzt. Okay. Ich glaube, das brauche ich unter anderem. Muss ich dafür eventuell in die andere Siedlung, oder... Ja, nee, ihr werdet bestimmt nicht von Banditen angegriffen. Keine Angst, ihr habt ja eh nichts von Wert oder so. Aber mit denen hier kann ich auch nichts irgendwie diesbezüglich machen. Ah ja. Die Männer kehren also nicht zurück. Und was ist hier los? Dies ist das Boot von Ruxel. Da besteht kein Zweifel. Am Nordufer muss irgendetwas vorgefallen sein. Dandros Frau. Zweifelsohne ist am Nordufer etwas Schlimmes passiert. Könnte mein Mann doch nur zur Hilfe eilen. Doch er wird drüben im Camp gebraucht. Ja, kann ich vielleicht? Das ist Papas Fähre, da besteht kein Zweifel. Es muss etwas Furchtbares passiert sein. Er würde das Boot nie unbeaufsichtigt lassen. Ich werde zum Nordufer übersetzen. Die Fähre kann ich steuern. Ich habe Vater oft zugesehen. Wir dürfen nicht untätig bleiben. Schweig, törichter Junge. Du hast Ruxel lediglich ein paar Mal über die Schulter geschaut. Der Nebula-Fluss ist voller Tücken. Aber mein Vater ist in Gefahr und außer mir beherrscht niemand die Fähre. Ich muss gehen, versteht doch. Ja, komm, wir gehen mit. Doch selbst solltest du über den Fluss kommen. Niemand weiß, welche Gefahren dort warten. Ich kann dich nicht gehen lassen, Chiguri. Aber... Komm, wir gehen mit. Und wenn wir diesen Jungen bitten, wenn er Chiguri begleitet, dann besteht eine Chance. Stark ist er, ohne Frage. Denn auf Bitte Dandros hat er die Wüste vom Blütenkaktor befreit. Ich traue ihm. Verstehe. Reisender, so will ich euch als Vertreter der Siedlung bitten, seht nach, was dort drüben vor sich geht. Bitte, ich werde dich mit dem Boot rüberbringen. Jo. Danke, meinetwegen kann es sofort losgehen. Das finde ich gut, meinetwegen auch. Ich danke euch, Reisender. Habt ein Auge auf Chiguri. Und du, Chiguri, sieh dich vor. Voller Tücken ist der Nebula-Fluss. Schau mal da, was wollen die? Das sind doch Kaktoren. Dann ist es also wahr, dass Kaktoren unsere nördliche Siedlung überfallen haben. Was sollen wir nur tun? Vater, da ist Vater und auch all die anderen aus unserer Siedlung. Wir müssen sie retten. Schau doch, die Kaktoren halten sie als Geiseln gefangen. Wieso machen die sowas? Unglaublich, sieh mal da. Die Kaktoren sind weg. Jetzt können wir Vater und die anderen befreien. Und das kommt dir nicht merkwürdig vor? Ruxel.
Ich bin so froh, dich wieder zu haben, Fati. Wir haben uns solche Sorgen um dich und die anderen gemacht. Tut mir leid, Junge. Aber sag, Shiguri, hast du die Fähre gefahren? Du bist mein ganzer Stolz. Was würde ich nur ohne meinen Großen machen? Opa sagte, es wäre zu gefährlich, aber es war ein Klacks. Außerdem bin ich ja immer mit dir gefahren und weiß, wie man eine Fähre steuert. Sind wir denn jetzt in Sicherheit? Sind die Kaktoren wirklich verschwunden und lauern uns auch nirgends mehr auf oder so? Das hoffe ich. Allerdings sind Kaktoren auch für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Ob sie sich so einfach in die Flucht schlagen lassen? Was ist das? Ein Kaktor. Oh, nicht nur einer. Polonaise! Oh, ein neuer Blütenkaktor. Oh, ein großer Blütenkaktor. Sieh doch, Shiguri. Da ist die Anführerin der Kaktoren. Anführerin? Hey, ihr stacheligen Würsten... Wüstengurken. Warum habt ihr das getan? Was wollt ihr? Bleibt zurück, Shiguri. Die Mutter sucht ihren verlorenen Sohn. Ihren verlorenen Sohn? Dann sind diese Kaktoren eine Kaktorenfamilie? So ist es. Diese Kaktoren sind eine Familie, so wie wir eine sind, Shiguri. Und ihr ältester Sohn scheint in der Wüste verschollen. Ein schlimmer Finger soll der stachelige Gefährte gewesen sein, der nur Schabernack im Kopf hatte und die Wüste zu seinem Jagdrevier machte. Über unschuldige Reisende soll er hergefallen sein und Händlerlager soll er tyrannisiert haben, wie kein anderes Wüstenwesen. Also sah sich die Mutter genötigt, ein paar Takte mit ihrem Sprössling zu reden, damit er endlich aufhört, Angst und Schrecken zu verbreiten. So begann unsere Reise durch Ivalice, immer auf der Suche nach dem verschwundenen Sohn, und wir waren sozusagen die Reiseführer. Denn was wissen Kaktoren schon von der Welt außerhalb der sandigen Dünen? Nichts. Wo haben wir nicht alles gesucht? In den Mosphora-Bergen, im Salika-Wald und sogar in der Totenstadt Nabudis. Dort sah ich dem Tod ins Antlitz, das kannst du mir glauben. Doch ist der Sohn wie vom Erdboden verschluckt? So kamen wir hierher zurück, aber wer weiß, wann sie ihre nächste Suchaktion startet. Und auf den Sohn war eine Belohnung ausgesetzt? Also war er als Mob registriert. Hattest du vielleicht eine Ahnung, wo er sein könnte? Also hast du, Entschuldigung. Den haben wir wohl erlegt, hä? Auf dieser Seite des Flusses ist das freche Früchtchen in jedem Fall nicht zu finden. Wir haben jedes Sandkorn einzeln umgedreht. Nur die südliche Wüstenregion haben wir bisher gemieden, um die Kaktoren von der Siedlung fernzuhalten. Verstehst du, Shiguri? Ja, deswegen hast du auch die Fähre zurückgeschickt, damit die Kaktoren nicht auf die andere Uferseite übersetzen können. Auch wenn ich nicht glaubte, dass mein eigener Sohn herbeieilen würde, um uns zu retten. Gut, wir werden die Kaktoren aufhalten. Ihr geht zurück zur Siedlung und versucht herauszufinden, wohin sich der Sohn verkrochen haben könnte. Viel Glück. Verstanden. Verlass dich auf uns, Fati. Also dann, nichts wie los. Nichts wie los. Okay, wir sollen also den Kaktor suchen. Du wirst uns wahrscheinlich nicht nochmal rüberbringen. Hast du was zu sagen? Dass die sonst so friedliebenden Kaktoren die Siedlung angreifen. Sowas ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht untergekommen. Huch, da schiebt sich ein Schokobo ins Bild. Eine Horde Kaktoren hat sich der Siedlung am Nordufer bemächtigt? Normalerweise tun die doch keiner Fliege was zuleide. So ist das also. Sie suchen einen Kaktorjungen? Dann sollten wir den Kleinen schnell auftreiben. Doch in dieser riesigen Wüste? Schwierig. Ich hab's. Verängstigt, wie der Kleine sicher war, hat er wahrscheinlich allerlei Unfug angestellt und wurde von jemandem als Mob registriert. Sagtest du nicht, du hättest für Dandro einen Kaktor unschädlich gemacht? Möglicherweise war dies der. Ganz bestimmt. Der von dir erledigte Mob war mit Sicherheit der gesuchte Sohn. Der auf dessen Blüte ich die Medizin... Wie? Die Blüte? Nach dem Abkochen habe ich sie hinter die Hütte weggeworfen. Herrje, was machen wir jetzt bloß ohne den Kleinen? Hinter die Hütte. Ah. Blüte eines Kaktors? Ja. Sie wünschen? Hallöchen. Da bist du ja wieder. Wir kennen uns doch.
Jetzt rennt mir ein Kaktor hinterher. Ist das cool? Oh, ich bring den nicht zurück. Ich behalte den. Hatte der vielleicht davor Angst? Oder nochmal vor was anderem? Scheint sich vor irgendwas zu ängstigen. Der ist voll schnuffig. Aus der weggeworfenen Blüte ist ein neuer Babykaktor entsprossen. Sozusagen eine Reinkarnation des Blütenkaktors. Kaktoren sind ein seltsames Völkchen, wie? Da frage ich mich, ob die Mutter nichts merkt, wenn du ihr diesen zurückbringst. Ach, wird schon. Wobei ich den ja eigentlich behalten will. Boah, ist aber haarscharf mit der Wassertiefe hier. So. Du hast den Kaktor gefunden? Wie, doch nicht? Der war Mob und der erledigt? Und dieser hier? Dessen Wiedergeburt? Hä? Also, ich verstehe gar nichts mehr. Egal, schaffen wir den hier rüber zu den anderen. Los, schnell, zum Nordufer. Ich muss die ganze Zeit husten und kann mich nicht muten. Irgendwie funktioniert meine Einstellung. Jetzt funktioniert meine Einstellung dafür wieder. Will mich OBS verarschen. So, jetzt konnte ich wenigstens mal husten. Das ist echt scheiße, wenn man so einen Hustenreiz hat und den die ganze Zeit zurückhält. Super, worauf warten wir denn noch? Los, wir bringen ihn zurück zu seiner Familie. Yo, Big Mama. Dein verloren geglaubter Sohn ist wieder da. Hier, ihr habt ja euren Ausreißer wieder. Es lasst die anderen gehen. Sie haben euch nichts getan. Ich hoffe, sie riechen die Lunte nicht. Für mich sehen sie ja alle gleich aus. Das ist bestimmt ein Freudentanz, oder? Dann ist die Familie der Kaktoren also wieder vollzählig und glücklich vereint. Tschüssi. Tschüsschen mit Küsschen. Okay. 1000 Gil und ein Magazin Napalmkugeln erhalten. Okay. Ah. Ey du, hast du eine Karte? Ein riesiger Drache hätte mir in der Westwüste Damaskas fast meinen Bommel versenkt. Die Wüste ist voller Gefahren. Rüste dich gut, Kupo. Möchtest du eine Karte kaufen, Kupo? Ah, Mosphora-Berge. Waren wir da schon? Waren wir da noch nicht? Danke, ein weiser Kaufkupo. Meine Karten sind unschlagbar. Mokri-Ehrenwort. Waren wir schon in den Mosphora-Bergen? Es sagt mir irgendwie was. Okay, hier geht's nicht rum. Ich gucke mich hier mal kurz um in der Siedlung. Ob es hier irgendetwas Interessantes gibt. Was macht ihr da? Ich will's gar nicht wissen. Die verschmelzen wahrscheinlich gerade miteinander. Siedler. Vor etliche Gefahren stellten uns die bösen Kaktoren. Andererseits hätte ich die Wüste nie verlassen, wären sie nicht gewesen. Na dann. Jetzt schau dir die zwei Turteltäubchen an. Frisch verheiratet wurden sie wegen der Kaktoren getrennt, aber das ist schon nicht mehr jugendfrei. Meinst du die hier da am Baum? Die umarmen sich doch nur. Das ist daran nicht jugendfrei. Und mit dir kann ich noch reden. Ein reisender Händler sprach neulich von einem Krieg, der über Ivalice hereinbrechen soll. Das wäre schrecklich, nicht wahr? Das wäre richtig schrecklich, ja. Okay, also, war es das jetzt hier? Oh, mit dir kann ich noch reden. Mit der Fähre übersetzen will ich, nur bin ich gerade nicht flüssig. Ein Unding, was man für die olle Nussschale berappen soll. Meine Fresse. Boah. Ey. Juchi, die Kaktoren sind weg und wir können wieder draußen spielen. Ob wir vielleicht mit den Kaktoren Ballspiele spielen dürfen? Ob du das darfst, weiß ich nicht. Aber es wird nicht viel nützen. Ich meine...